Im Nordirak sind auf dem Gelände einer ehemaligen US-Militärbasis mehrere Massengräber mit hunderten mutmaßlichen Opfern der Terrormiliz Islamischer Staat entdeckt worden. Der Stützpunkt Al-Baqarah nahe der Stadt Hawija sei vom IS als Hinrichtungsstätte benutzt worden, sagte der Gouverneur der Region Kirkuk. Die IS-Milizionäre hätten dort nicht weniger als 400 Opfer exekutiert. Anfang Oktober hatten irakische Truppen die IS-Kräfte aus Hawija vertrieben, einer der letzten größeren Städte, die sie im Irak noch kontrollierten. Inzwischen hält der IS fast nur noch Gebiete im Westen des Irak an der Grenze zu Syrien. Auf der anderen Seite der Grenze hatte der IS am Samstag die Stadt Abu Kamal fast vollständig zurückerobert.